Ich begrüße Sie alle zu der heutigen Lehrveranstaltung. Mein Name ist Jürgen Martens. In meinem Hauptberuf und in meiner nebenberuflichen Tätigkeit beschäftige ich mich sehr viel mit Mathematik. Mathematik wird oft auch als Kunst bezeichnet, weil sie wie in der Kunst nach Mustern und Strukturen sucht und nach Vollendung strebt. Die Statistik bedient sich dieser Kunst und versucht, reale Phänomene zu beschreiben und durch Modelle abzubilden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von deskriptiver Statistik, also Statistik, die, wie das Wort schon sagt, versucht zu beschreiben, um daraus Verteilungen und Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Das kann durch Tabellen, Kennzahlen oder Diagramme erfolgen. Was ich heute zeigen möchte, ist ein sehr originelles Diagramm, das mit etwas Fantasie auch als Katze interpretiert werden kann. Der Entwickler dieses Diagramms, ein berühmter US-amerikanischer Statistiker mit dem Namen Tukey, soll auch ein großer Katzenliebhaber gewesen sein. Katzen wären auch schon das Stichwort. Wir haben zu Hause auch eine Katze, genau genommen einen Kater, der in Katzenjahren gemessen schon über 80 Katzenjahre alt ist. Wir haben ihn schon als Baby bekommen und weil er als Baby so wild war, haben wir ihn Rocky getauft. Den größten Teil des Tages schläft er. Aber am Abend, wenn die Familie zusammenkommt, wird er munter und nimmt noch rege an unserem Leben teil. Stellen wir uns einmal 20 Katzen vor, die um uns herumlaufen. Sie spielen, ihre Krallen an den Polstermöbeln wetzen, an den Vorhängen herumklettern und die Regale ausräumen und die wir alle auf einer Waage abgewogen haben. Die leichteste Katze wiegt 1,2 Kilogramm, die schwerste Katze 4,5 Kilogramm. In der Statistik haben wir damit bereits zwei Verteilungsparameter, Minimum und das Maximum. Die Verteilung beginnt bei 1,2 und endet bei 4,5. Wenn ich alle Werte in Prozentwerte umrechnen würde, dann würde ich bei 0 beginnen und die 4,5 Kilogramm wären dann die 100%. Diese Verteilung nennt man in der Statistik auch Verteilungsfunktion. 50% der Katzen sind leichter als 3 Kilogramm, 50% der Katzen sind schwerer als 3 Kilogramm. Damit haben wir schon den nächsten Verteilungsparameter, den Median. Das wäre genau die Mitte unserer Katzenverteilung und dafür gibt es eben den Begriff Median, der exakt in der Mitte einer Verteilung von aufsteigend sortierten Werten, in der Statistik sprechen wir auch von Merkmalsausprägungen, liegt. Weil dieser Wert genau in der Mitte liegt, spricht man auch von Zentralwert der geordneten Reihe. Bei der Berechnung des Medians kommt es dann darauf an, ob wir eine gerade oder ungerade Anzahl an Werten, also an Katzen, hätten. Bei unseren 20 Katzen wäre der Median genau der Mittelwert zwischen der 10. und der 11. Katze. Vorausgesetzt, es würde uns gelingen, die Katzen nach dem Gewicht nachzusortieren. Ein Viertel der Katzen wog mindestens 1,2 Kilogramm und höchstens 2,5 Kilogramm. Wenn der Median genau in der Mitte einer Verteilung liegt, dann könnte man ja unsere Prozentverteilung zwischen 0 und 50 der Mitte noch einmal einteilen und hätte ein unteres Viertel der Verteilung und das untere Quartil. Das bedeutet, 25% der Katzen wären leichter als 1,2 Kilogramm. Im Umkehrschluss wären dann 75% der Katzen schwerer als 1,2 Kilogramm. Das wäre also ein weiterer Parameter unserer Verteilung. Ein Viertel der Katzen wog mindestens 3,5 Kilogramm und maximal 4,5 Kilogramm. Auch dieser Bereich von der Mitte, von 50% bis 100%, könnte man ja noch einmal durch zwei teilen und hätte dann das obere Viertel auch oberes Quartil genannt. Das würde bedeuten, 75% der Katzen wären leichter als 3,5 Kilogramm, 25% sogar noch schwerer. Mit Hilfe dieser Werte lassen sich Aussagen also über die Katzen treffen, ohne dass wir sie je zu Gesicht bekommen haben. Schon einzelne Parameter einer Verteilung genügen also, um ein Modell der Katzenverteilung zu bilden. Um uns ein Bild von dieser Verteilung zu machen, zeichnen wir einen Boxplot, beziehungsweise einen Box-and-Whisker-Plot.
Auf Deutsch heißt das so viel wie Kasten- und Fadendiagramme, aber das klingt natürlich nicht so cool. Whisker sind übrigens auch die Schnurrhaare bei den Katzen, womit wir wieder bei den Katzen wären. Wir beginnen mit einer Y-Achse, die wir später auch wieder löschen können. Diese dient uns zunächst nur als Maßstab, damit wir wissen, wo wir die Punkte eintragen müssen. Wir beginnen mit 0 und enden bei 5. Ja, wir zeichnen eine waagerechte Linie beim unteren Quartil, das war der Wert 2,5. 25% der Katzen sind leichter als 2,5 Kilogramm, 75% sogar noch schwerer. Das obere Quartil, das lag bei 3,5. Jetzt kann man sagen, 25% der Katzen sind schwerer als 3,5 Kilogramm, 75% sogar noch leichter. Beide Werte können wir jetzt mit einer senkrechten Linie verbinden. Und wir haben unsere Schachtel, unsere Box. In dieser kleinen Box befinden sich 50% unserer Katzen. Die restlichen 50% der Katzen befinden sich außerhalb dieser Box. In die Mitte der Box kann ich mein Median eintragen. Das muss nicht die Mitte sein. Das ergibt sich hier bei uns nur aus den Werten. Der Median war 3, das bedeutet 50% der Katzen sind schwerer als 3 Kilogramm. Und 50% der Katzen sind leichter als 3 Kilogramm. Die schwerste Katze wog 4,5 Kilogramm, das wäre dort. Die leichteste Katze wog 1,2 Kilogramm, das wäre dort. Beide Linien kann ich jetzt mit einer senkrechten Linie jeweils mit der Schachtel verbinden und habe jetzt mein Box ein Whiskerplot. Die Box wäre das Gesicht der Katze, die Whiskers die Schnurrhaare. Wenn wir jetzt unseren Kopf ein bisschen schräg legen, dann können wir die Katze erkennen. Hier wären die Ohren, da wäre das Gesicht und da wären die Schnurrhaare. Das wäre unsere Katze. Es ist eben so wie in der Kunst, in der der Betrachter sich mit einbringen muss und sei es nur durch seine Fantasie. Im Statistischen Jahrbuch der Republik Österreich, das von Statistik Austria herausgegeben wird, kann man auch Mediane, Quartile und Quantile finden, weil sich diese Kennziffern, auch Lageparameter genannt, sehr gut eignen, Daten aus der Praxis einfach und anschaulich darzustellen, ohne dass man alle Werte kennen muss. Übrigens wird diese Art der Darstellung auch in der Wirtschaft sehr häufig verwendet, etwa für die Darstellung von Börsenkursen, um sich ein Bild von der Verteilung zu verschaffen. Man erkennt mit einem Boxplot sofort, wo sich an einem Handelstag zum Beispiel 50% der Kurse für ein Wertpapier befunden haben, wie weit die Ausreißer gewesen sind. Alles das kann man in diesem Diagramm wiedererkennen, ohne dass man sich jeden einzelnen Wert anschauen muss. Auch Solvenzgrade, also Kennziffern, die für die Liquidität eines Versicherungsunternehmens stehen oder technische Rückstellungen von Versicherungsunternehmen können durch einen Boxplot dargestellt werden. Technische Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, also Verpflichtungen, die Versicherungsunternehmen dazu verpflichten, ihren Kunden beispielsweise in der Zukunft eine Lebensversicherung auszuzahlen. Die Frage dabei ist, wie viel muss ich heute zurücklegen dafür, um alle meine Verpflichtungen in 50 oder 80 Jahren erfüllen zu können? Denn bis dahin kann allerlei passieren. Man spricht dabei auch von Marktwerten, weil man bestimmen möchte, wie viel diese Verpflichtungen in der Zukunft heute wert sind. Und man glaubt es kaum, aber das kann man berechnen. Dabei kann man mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten, von Zinskurven und anderen mathematischen Modellen ganze Kapitalmärkte simulieren, um die Auswirkungen auf mögliche Jahresabschlüsse zu untersuchen. Und das funktioniert ganz ausgezeichnet. Dann kann man am Ende bestimmen, wie viel Gewinn ein Versicherungsunternehmen in einer bestimmten zukünftigen Periode macht und wie viel dem Kunden nach einem bestimmten Schlüssel davon ausgezahlt werden kann. Da natürlich niemand die Zukunft kennt, wird man dazu nicht eine Berechnung durchführen, sondern verschiedene Szenarien, zum Beispiel 1000 Simulationen erzeugen. Und am Ende, wie bei der Katze, hat man einen Korridor von Ergebnissen. Man kann wieder schauen, wo liegen 50% meiner Ergebnisse, wie weit streuen die Ergebnisse, gibt es möglicherweise Ausreißer, Extremwerte. Diese Mathematik hilft uns im Grunde genommen dadurch, die Zukunft vorwegzunehmen, planbar zu machen und zu bestimmen, wie viel
Kapital man heute dafür schon reservieren muss. Ihr seht also, egal ob es ein einfaches Beispiel mit Katzen ist oder eine komplexe Simulation von Kapitalmärkten oder Versicherungsverträgen in der Zukunft, die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Ich erzeuge mir eine statistische Verteilung und kann mir anschließend mit Hilfe weniger Parameter ein Bild vom Ganzen machen. Das, was in einem Kleinen so schön funktioniert, funktioniert auch im Großen. Mathematik ist somit eine Kunst, aber wie die Kunst unglaublich vielfältig und nicht immer so schwierig, wie es auf den ersten Blick scheint. So, nun werde ich aber wieder mal nach meinem eigenen Kater schauen. Zugegeben, er interessiert sich weniger für Mathematik. Wenn ich über Mathematik rede, dann schläft er meistens ein. Schauen wir einmal auf meinem Schreibtisch. Oh je, ich habe schon zu lange gesprochen. Aber wer weiß, vielleicht weiß er das ja alles schon und findet es daher fad. Ich wünsche euch und euren Lehrern viel Freude mit der Mathematik und verabschiede mich damit.